Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Und damit willkommen, ihr kleinen, hungrigen Tunnelschleicher, zu Metro 2. Oder Last Light, wie sie heißt. Ich habe euch das angedroht, dass ich das weiterführe, das Projekt. In Vorbereitung auf den dritten Teil. Und ja, da fehlt uns jetzt noch der zweite. Und deswegen gehen wir jetzt mal steil. Ja, tief in die Tunnel gegen Mutanten kämpfen. Und jetzt droht uns erstmal so ein bisschen Einleitung, aber ihr hört halt mit dazu, wird viel geredet. Werd mir wahrscheinlich so ein bisschen zurückhalten zum Anfang, weil hier erzählen so viele Leute was. Oder ich schreie euch einfach lauter an zwischendurch. Mal gucken, wie wir das machen. Ich drücke auf jeden Fall schon mal, dann kommt der nächste Prolog. Und dann, ja. Ich habe früher in der Nähe gewohnt. Freue ich mich, das glaube ich zum vierten Mal durchzuspielen, also. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte meine Familie. Ich habe das jetzt nicht ganz so schwer eingestellt, damit ich noch einen Hut habe. Was für eine! Was ist passiert? Scheiße! Ich nehme ihn von den Schwatten mit. Ich nehme ihn von den Schwatten mit, ja. Scheiße! Schon echt auf die Space aus. Wach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Kahn, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Kahn, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung! Jawohl, Meister. Der Windbeutel finde ich gut. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Das Feuerzeug ist auch cool. Das kennen wir ja alles. Das gibt es im dritten Teil auch noch. So, und so viel zur Einleitung. Haben wir doch nicht alle Schwarzen ausgelöscht im ersten Teil. Licht ausmachen, Strom sparen. Auch nach der Apokalypse geht uns die Umwelt noch an. Und ja, was ich noch sagen wollte, im dritten Teil, ich habe mir erstmal überhaupt gewundert, dass es einen dritten Teil gibt, also dass der kommen soll. Weil im zweiten Teil, zumindest bei mir, ist Artyom immer gestorben. Ah, und dann, als ich diesen Trailer gesehen habe vom dritten Teil, habe ich mir erstmal gewundert, wie das denn sein kann. Und dann musste ja logischerweise ein Muted Ende geben im zweiten Teil. Und dann habe ich mir mal schlau gemacht, wie man das erreichen kann und wollte das jetzt auch mit euch machen. Aber habe festgestellt, scheiße, ist ja absolut unmöglich. Aber ich kann mir noch
Und deswegen spielen wir das jetzt einfach ganz normal durch. Auf schwer nur. Das ist die 6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gibt. Ich knüppel mir gerne so ein Hardcore durch, so schwer wie nur geht. Einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Mit Recht. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen. Da kann ich nicht schwer, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall quatschen die ja alle. Wenn man jetzt hier durchläuft, wird man nur zugetextet. Aus alle Richtungen. Deswegen sage ich, es wird ein bisschen schwer für mich hier mit euch hier ständig zu sprechen. Entweder versteht er mich nicht, vielleicht geht's, aber ist doch vielleicht dann schön, wenn man ein bisschen was mitbekommt. Auf jeden Fall nur schwer, weil sonst habe ich kein HUD gehabt, also kein Interface. Und ich wusste ja nicht mehr, wie alles funktioniert. Deswegen habe ich gesagt, wir spielen jetzt bloß schwer. Ist doch angenehmer für mich. Sieh dir diese 2 Anfänger an, armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Also wie du hier mit der Knarre rumfuchtelst, immer bist du ja Anfänger, Alter. Voll guter Typ, Alter. So, ein Kissen, die da rumliegen. Zwischendurch zum Kuscheln. So, jetzt schwingen wir uns mal ein bisschen unseren Poppers hier durch. Das sind alles keine wichtigen Gespräche, nur so Kleinigkeiten. Hallo Artyom, willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber was ist da bestimmt was hier unter dem Tresen, Alter? Also gut. Welcher steht da drin? Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Na denn. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlst. Jetzt passt mal auf, jetzt hat er mir 2 Fünferclips hier gepackt. Und jetzt musst du mal rechts am Bildschirm rangucken, was mir Juti geschrieben wird, wenn ich den aufnehme erst. Passt. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. So, jetzt steht er hier, alte Tabulator gedrückt, das hatte ich vorher alles nicht. Ich habe ja schon mal immer aufgenommen auf Hardcore. Und dann stand ich hier und man weiß auch immer ja nicht, ob man irgendwas im Visier hat, so beim Aufnehmen. Weil er senkt ja wirklich gar nichts mehr. Und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. So, wir müssen ja noch Waffen auswählen. Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich ab. Da bin ich auf jeden Fall für eine AK. Mit einem Rotpunktvisier. Dann hätte ich gerne eine Shotgun. Alles mit Rotpunkt. Macht sich einfach am besten. Weil die Distanzen im Spiel sind gar nicht so groß, dass man jetzt irgendwie ein Langgewehr braucht oder irgendein großes Kaliber, das geht eigentlich alles. So. Und einschalten einfach ran. Haben wir schon mal unsere Grundausrüstung. Also gut, geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Jawohl. Das habe ich gerade alles auch schon mal gemacht. Ich habe euch schon mal aufgenommen. Und habe einen schönen erzählt und habe dann hinterher festgestellt, dass ich gar nicht mehr aufnehme. Ja, so nach einer Minute habe ich aufgehört, weil ich, um weiterzumachen, habe ich die Aufnahmetaste gedrückt und damit wurde es dann wieder abgebrochen. War richtig intelligent von mir und habe ich erstmal schön wieder eine Weile mit mir selber erzählt. Achso, was ist denn jetzt hier? Achso, wir sind mitten auf die Brut der normalen Nation. Konzentrierung. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu rüsten. Alter, der steckt richtig weg. Halte nach Mucken Ausschau, um zu sehen, dass du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Das waren die Grundlagen. Du brauchst uns nicht erzählen, wir verstehen die eh nicht. So muss es hier statt ausstehen, wenn ich da ausstehen. Aussehen, wenn ich hier war. So, wieder aufmunitionieren. Die hier eigentlich, Alter. Schöne Übung.
Niemand. Die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, in dem wir sind. Das haben die überprüft. Alter, was ist das denn für eine dicke Pampe, dass das Kumpel wieder so rechts am Topfrad steht? Da hat er solide angedickt. Manche sogar zugeschweißt. Oh, Entschuldigung. Ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja, und? Hinter einigen dieser Türen ist radioaktiv. Das Doofe ist, man kann auch beim Ton, ich hätte das gerne ein bisschen anders gemacht, aber es gibt tatsächlich nur zwei Soundoptionen, und zwar einmal die Hauptlautstärke und die Musik. Also ich hätte gerne die Effektgeräusche ein bisschen runtergedreht. Das ballert, glaube ich, dann doch noch ganz schön durch. Und die Sprache geht jetzt unter. Keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Oh, wie kann mich penetriert mit seinem Auge? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Oh, Entschuldigung. Das war nicht jetzt. In Ordnung. Alles klar, komm mal, komm mal. Wir haben keine Zeit, ich weiß. Ich mache mit euch jetzt auf jeden Fall den ersten größeren Absatz, also quasi bis nach der Einleitung. Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß. Die Sachen in D6 sind schon etwas, echt mächtig aus. Das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl. Dafür, dass das Spiel schon so ein bisschen älter ist. Also so Lichteffekte und sowas, das haut richtig gut hin. Animationen, die Gesichter sind natürlich von Dämonen, ein bisschen hölzern. Die Haare, Alter. Stefan, du hast so dicke Haare. Hast du so, jetzt endlich auf, oder was? So insgesamt vielleicht 15 Haare, die dir frühs gehen muss. Hey! Ich habe gehört, dass Kahn ja nicht, weil der bildet sich einfach zu rum. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzki war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitzki war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. Ein glühender Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber es ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse. Ich glaube, dass wir das Ding überhaupt da oben konnte im ersten Teil, wenn ich da an diese komische, diesen Bio-Klotz, der hier, diesen Fleischapparat, der da unten rumgehangen hat. Hey, weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Na los, Kahn. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in der Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe. Unsere Heimatstation sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Das kann gut sein. Ist ja alles ein bisschen verworren hier. Und Kahn scheint der Einzige zu sein, der versucht, beide Seiten zu verstehen. Kahn, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Kahn, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst,
Geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Fast übersehen. Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Verriss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf. Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ist immer cool, dass Arthur nicht einfach nervt wurde. Dann dürft er einfach nicht sein Leben. Den gestohlenen Behälter abliefern. Hätte ich manchmal auch Bock drauf. Verstanden. Jawohl. Wenn Lesnitsky mit dem Behälter in strenger Anhörung. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in den Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Super! Ich wollte ja keine Treppe, ich habe mich gerade nach unten bewegt. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten. Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Ja, das Spiel nimmt aber auch keine Rücksicht auf das, was du im ersten Teil gemacht hast. Das ist so ein bisschen schade. Weil ich habe das eigentlich gar nicht gemacht. Aber nun gut. Der zweite Teil nimmt auch keine Rücksicht auf mein Artyom-Todesende im dritten Teil. Früher war etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint dieser Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir das Zeit noch übrig? Sieht besser aus als das, was ich mir aussuchen konnte. So, mal kicken hier, wa? Ich versuche dem System etwas abzugeben, damit die Lichter rangehen. Was uns so in den unbekannten Tunnel erwartet. Bist du bereit? Dann los. Immer bereit. Passt auf, die Türen schließen sich. Viel Glück. Ich kann sogar am Batteriestatus. Ja. Ah! Oh, was ist hier los? Der springende Punkt. Auf das Schwarzen gestoßen. Ein gutes Omen.
haben wir mit diesem Einsatz auch hier. So viel der springende Punkt. Na gut. Oh, jetzt mal nicht mehr so ein Quatsch aufhalten. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Toll. Das hast du gut gemacht. Ein tolles Versuchkaninchen. Das ist schon echt übel hier. Das müssen alle die sein, die es nicht geschafft haben, in die Tunnel zu flüchten oder dürfen vielleicht, ne? Einfach verschlossen und die Leute hier draußen verrecken lassen. Aber was auch komisch ist, du findest ja im Bunker waren ja, glaube ich, gar keine Leichen, oder? Im ersten Teil? In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Weil sonst könnte man ja jetzt sagen, die wurden wirklich nicht reingelassen, aber... Bewegung, ich komme nach. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Ist ja alles voll. Oh nein. Richtig evil, kann man sich ja nicht vorstellen. 16 Militärmunition. Also ich glaube, in dem Modus hier, in diesem wir die als schwer bezeichnen, da kann ich mal solide alles mit Militärpatronen beschießen. Was ja eigentlich die Währung ist hier. Der Schuss, da muss man erstmal verbraten, was man hier mitkriegt. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weiter gehen, dann werden wir sehen, ob du ein Mädchen oder ein Mann. Schwindet. Kleinräugigen. Die Spinnen sind echt widerlich. Und mehr kann ich gar nicht aufnehmen. Ja, es wäre alles ein bisschen was anderes im... im Hardcore-Modus, aber... Naja, ich will ja auch mal wieder ein bisschen lernen hier spielen. Setz deine Maske auf. Jawohl. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh es für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Tiefe Kommentare. Als ob ich da eine Chance hätte, was zu sehen. Mir hier mal. Und wieder an der Oberfläche. Sogar noch etwas grün hier. Oder wieder etwas grün. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss, aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Ich würde mich ja gerne mal so ein bisschen umgucken, aber ich habe das Gefühl, dass wir denn vieles umsonst machen, also hier in dem Abschnitt auf jeden Fall noch. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Sieht auf das Set. Genau, Alter. Mit der jetzt eine Ausrüstung. Easy, macht's ja leid. Oh. Mal gucken, was uns hier erwartet. Sieht echt schlimm aus. Das muss dieses Nest hier gewesen sein hier. Sieht aus wie so ein Platz des Wespennest.
Filter mal sogar gefunden. Oh, scheiße. Da wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Na, auch egal. Geh darauf zu, ich gebe dir Deckung. Okidoki. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Ich arbeite dran. Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepathen. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Noch drei. Weiter so. Die wollen als Hoch, bevor die überfangen wurden. Super. Da brennt der wirklich heute. Ich will nicht jetzt auf den kleinen Schwarzen schießen, wenn wir den sehen, weil ich glaube, ich bin ja auch der Meinung, dass die eigentlich nur mit uns sprechen wollen. Was seid ihr für Dinge, Alter? Seid ihr diese Schrimps? Weil das Zeug essen kann, ey. Guck mal, da sieht man sogar, wie viel Luft man noch hat. Das hat man alles sonst gar nicht. Das kennt, das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt, weil ich habe immer auf Hardcore gespielt. Jetzt haben wir nur für 8 Sekunden Luft. Es war 30 Meter von dir auf 2 Uhr. Da ist er. Sieht klein aus, aber es ist definitiv. Was hält dich ab? Na los! Verdammt! Ist der schnell? Wie hat er das gemacht? Halte ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele! Ich bin eher durchjammelt. Ich springe dich an. Ich werde mich sonst nicht wehren. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, den zu beschießen. Den habe ich richtig gegeben, aber es ist nichts weiter passiert. So ein krasseres, schnelleres Ende gewesen, wenn man den einfach umlegen hätte können, ja? Das hätte Auswirkungen gehabt. Aber nee, das geht irgendwie nicht. Boah, lass uns mal ein Bild machen. Das sieht ja absolut epic aus. Na gut, Leute, aber bis hier sollte es erstmal gewesen sein. Wir machen das so abschnittsweise. Gucken, wie lange, also wie da so die Parts werden, wie lang. Aber das kommt jetzt hier nicht regelmäßig, dass du dich vielleicht eher zu krass drauf freut. Das mag ja schon mal sein. Es ist immer so, mehr so spontan Aufnahmen. Heute hat es gut gepasst. Mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Und auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder.
genau hier. Und ja, mal gucken, was jetzt abgeht, nachdem uns der kleine Schwarze hier scheinbar entkommen ist. Macht's gut, bis dann.